Herzlich willkommen zu Final Fantasy VII Rebirth. Hey, da vorne. Ist das der Dschungel? Genau. Nur noch ein Stückchen, Yuffie, dann ist es geschafft. Juhu. Ziemlich unwegsames Gelände. Okay, was ist mit mir? Hier laufen wir. Aber zum Glück ist es nicht mehr so weit. Ach so, am Reaktor liegt übrigens ein kleines Dorf. Wie wär's? Kleines Päuschen gefällig? Ich meine, der Reaktor läuft schließlich nicht weg. Klingt gut. Cloud, was ist? Dieser Wald. Als würde ich ihn kennen. Eine neue Essbar. Cool. So. Füllen wir es mal ein bisschen auf. Mal schauen, was hier noch gibt. Okay. Klasse 7. Okay. Schauen wir nach, was hier. Ja, ich glaube, das lohnt sich. Okay. Ja, ich glaube, Heilung ist ganz gut. Kraftexplosion. So mal ein bisschen ausruhen. Gleich schon viel besser. Sonst wird Cloud zur Diva. Können wir noch eine Materie reinstecken? Okay.
Yuffie. Okay. Die anderen mögen da was dagegen haben, aber wir schwimmen jetzt erstmal eine Runde. Okay, das ist ihm zu hoch. Aber dafür gibt's ja so ein Ding hier. Komm mir nicht in die Quere! Selten, okay. Schauen wir uns die mal an. Okay, Eis ist wirksam. Nutzt elementaren Schwächen dieses Viehs. Gut. Dann zeig mal, wie effektiv ihr seid. Kannst nicht meckern. Okay. Zieh dich zurück. Eis ziemlich schwach. Miau! Jetzt! Ja! Frier das jetzt oder nie! Alles geben! Ja! Ja. Ausgezeichnet! Keinen kommen! Okay, so. Bis hier und nicht weiter. Jagd 1. Kacke von nie des Grauens abgeschlossen. Und hat auch alles geklappt. Supi. Das ist schon richtig schick hier. Bisschen gefährlich hier mit diesen spitzen Ästen hier. Gongaga-Region. Aber Yuffie scheint schon wieder besser zu gehen. War das jetzt wirklich nur an deinem Fahrstil gelegen, Cloud? Wir finden es gleich heraus. Mal schauen. Vor allem, wie Cloud hier so man nicht die Stufen oder die Trittstufen benutzt, sondern einfach runterfällt. Okay. Hafen von Gongaga. Na, was darf es sein? Wir nehmen hier das. Was hast du eigentlich? Ja, zeig es mal. Nehmen wir ein paar Kissen mit. Boah, für 5000 Kissen. Das ist schon krass.
Schau wieder mal rein. Macht ihr das auch so? Ganze Couch voll? Das kann doch gar nicht sein für 5000 mal 20. Naja, okay, 150. 1500 mal 20. Ja, okay, ja, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall schweineteuer. Ist das ein Drache? Was ist das? Oder ist das ein Pilz? Ich glaube, es ist einfach nur ein Pilz, ne? Ja, ein großer Pilz. Schon nett hier. Lass uns mal hier reinschauen. Gehen wir erstmal hier lang. Krass. Also das ist wirklich ein Dschungel. Bisschen wenig Tiere. Wobei, wäre auch ätzend, wenn alle Nasen lang jemand mit uns kämpfen will. Kommt man gar nicht voran. Hey, Kachi. Ja, bitte? Mir ist langweilig. Erzähl uns was über Shinra. Hast doch bestimmt geheime Infos. Geheime Infos habe ich... Aber mit Gerüchten kann ich dienen. Zum Beispiel? Momentan tratschen die Mitarbeiter vor allem über den Direktor. Zum Beispiel darüber, wer seinen schicken weißen Anzug designt hat. Tja, langweilig! Was hast du dir erhofft? Barrett, was willst du hören? Irgendwelche schlüpfrigen Details? Und schon sind wir da. Dann lasst uns den mal noch freikämpfen. Nicht übertreiben. Okay, es wird okay. Kalt. Ruf schon mal den Arzt. Bettung, Angriff. Ja, Anderlich. Wird erledigt! Bis hier und nicht weiter! Ich vernehme! Los! Jetzt! Okay. So ein bisschen ist Final Fantasy ja auch wie so ein Spiel im Spiel. Dieses ganze Open-World-Setting und auch dieses Entdecken und das ist ja immer das Gleiche in jeder Region. Diese Funktürme machen und dann zeigt es ein paar Sachen noch auf der Karte an. Das ist ja wirklich tupfengleich nur ein bisschen anderes Setting. Das lenkt wirklich von der Hauptstory ab. So schade. Irgendwie. Aber auf der anderen Seite macht's auch mega Bock. Schwierig. Immer so ein bisschen hin und her geschlossen. Hin und her gerissen. Funkturm auf der Flussinsel. Hi. Okay, eine kleine Info für euch. Hier habe ich leider den Sound über den Controller laufen. Das heißt, ihr hört an dieser Stelle leider nichts. Das ist auch noch eine Weile so, bis ich das bemerke. Shinra. Danke, Cloud. Es geht um Shinra.
Trainingseinrichtung Feuerroter. Planet, oder was stand da? Hier sammeln wir noch ein bisschen ein. Fast schon ein bisschen ablenkend, wenn hier irgendwas über Shinra erzählt wird, weil das hat ja nichts mit unserem eigentlichen Doing zu tun. Wir haben ganz andere Quests und wollen uns auch nicht immer ablenken. Kommen wir jetzt hier nicht hoch? Doch. Okay. Na. Okay. Dann gehen wir hier nochmal runter. Na, wo müssen wir hin? Hier. Sag mal, Catchy. Du verrätst doch Shinra die ganze Zeit, wo wir sind, oder? Ich hab dich durchschaut. Ha, siehst du? Unschuldig. Wer es glaubt, wer zähle ich. Ja, ich glaube, da muss ich mich Yuffie und Barrett auch anschließen. So was hat Shinra gar nicht. Der gute Direktor war schon immer der Meinung, dass Größe einfach besser ist. Okay. Hört euch nur diesen Schoßhund und seine Geschichten über Papa Shinra an. Schoßkatze, bitte. Sicher auch eine große. Erst mal analysieren. Esper-Kristall-Matrix. Okay. Tja, wenn weiter nicht ist, okay. Kristall synchronisiert. Hallo, mein Guter. Der Kuyata-Schrein. Den ersten haben wir abgeschlossen. Und doch hier nicht wundern, leider läuft der Ton über den Controller und der wurde nicht mit aufgezeichnet. Ich gelobe Besserung, das wird allerdings jetzt noch ein paar Mal so sein. Dann seid ihr erlöst. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich frage mich gerade, hat man auf Nummer sich.
Kimara Mimki? Nichts überstürzt. Allzeit bereit. Das sieht schon ziemlich gut aus. Er schießt dir recht. An dein Gewatte. Das wäre wohl erledigt. Aussichtsplattform. Bin ich immer gespannt, was man von hier oben alles aussichten kann. Ein von zwei Schätzen gefunden. Lästig. Und schön. Ja, ziemlich. Dann übernimm. Okay. Du Faulpelz. Los, alle für allen. Wer dich hören will, muss. Das ist aus. Hey, spielen wir. Lass mal. Hier wie am Schnürchen. Also hier irgendwo war da doch oben noch was? Ha. Huh. Hier war es auch nicht. Nehmen wir doch die. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Okay. Ich meine, hier oben war doch noch. War doch noch irgendwo. Habe ich mich da so verguckt gerade? Ich dachte, hier wäre. Hier ging es doch mal irgendwo hoch. Ich hätte echt schon. Also hier. Naja, dann müssen wir doch wieder runter.
genießt einfach so ein bisschen das Laufen hier im Wald. Echt eine richtig coole Stimmung. Ihr genießt. Ich auch. Ah, wir haben eine Lebensquelle entdeckt. Oder sie hat uns entdeckt vielmehr. Dann erlöse ich euch mal. Dann folgen wir dir mal. Schöpfen wir aus dem Wissensschatz des Planeten. Quelle am klaren Wasser. Es gibt einen neuen Regionsbericht. Das Land um Gorgaga wurde vor langer Zeit. Dann hier noch die Entwicklung des Goldsaucers. Was haben wir noch alles? Da könnt ihr mal Bescheid sagen, ob ihr da gerne ein Special hättet. Dann kann ich das alles in Ruhe mal vorlesen. Wenn ihr mögt. Alte Bergruine. Cool. Sammeln gerade noch mal ein bisschen was ein. Na kommt. So. Auch richtig idyllisch. Fischteich, eine neue Entdeckung gemacht. Schatzversteck Fischteich. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr den Schatz seht. So, Nummer 1, ich war schneller. Diesmal müssen wir 3 finden. Das ist Nummer 2. Yes.
Jungfernkuss. Okay. Das ist eine Pflanze. Und Schatzversteck 3 fehlt noch. Also die dritte Truhe. Wasser wird die ja wohl nicht sein. Ich kann nicht hin. Interessant, dass die Katze auch reinspringt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aha, aber hier haben wir was entdeckt. Schatzverdeck 3. Fischteich abgeschlossen. Wasserfall. Können wir auch noch raus? Komm, ja, jemand kommt raus. Okay, wir müssen hier lang. Zu. Ha! Wieso ist das verschlossen? Ich will da rein. Aber da haben wir hier erstmal alles abgefrischt. Tja, und wie kommen wir jetzt da rein? Ist da ein Trick? Irgendwie eine Nebentür? Nanu, hier wohnt jemand? An einem Ort wie diesem? Irgendwie romantisch. Leben im Einklang mit der Natur. Einfach und bescheiden. Ja, warum aber nur nicht? Ich bei schönem Wetter. Ein neues Angebot der Shinra Resorts. Die Umzug aufs Land Aktionswochen. Klingt gut, oder? Raus aus der Komfortzone. Genieße den Luxus des Elementaren. In Zeiten wie diesen könnte sich das als gute Geschäftsidee entpuppen. Nein, halbherzig. Hier kommen wir rein. Bringt rein gar nichts. Hat keinen Zweck. Alles nochmal von vorn. Der Traum von der perfekten Waffe. Bin gerade beschäftigt. Dein Arm. Das ist ja... Ist das eine Waffe? Zeig mal kurz hier. Hey, Finger weg von meinem Arm. Das kann ja was werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.